Da ist er, der Weihnachtsbaum, an dem die Lichter brennen. Es glänzt und funkelt, denn so muss es ja schließlich sein in diesen Tagen, oder etwa nicht? Alle Jahre wieder glitzert und funkelt es in den Straßen und Häusern. Lichter leuchten und schmücken die Straßen, Kerzen spiegeln sich glitzernd in den Fensterscheiben. Gemütlich soll es sein, liebevoll, eine Zeit des Zusammenseins, des Miteinanders, des Friedens. Auf den aber warten wir noch. Auf den in der Welt und oft genug aber auch auf den in unseren Herzen. Dabei, es ist Weihnachten, die Zeit des Glitzerns und des Funkelns, die Zeit des Friedens. Es ist für uns eine Zeit angekommen, eine Zeit, die uns große Freude bringt. Aber wo genau finden wir diese Freude eigentlich? Ist sie zwischen all diesen weihnachtlichen Erwartungen und Hoffnungen? Zwischen all diesen Idealen und funkelnden Traumbildern? Dann, wenn das einzig Glitzernde die Träne ist, die mir aus dem Auge rinnt, stumm geweint, vielleicht auch einsam. Dann, wenn die Augen gerade vor Zorn funkeln, weil wieder irgendeine Absprache nicht eingehalten wurde. Das fällt ja jetzt gerade besonders auf, weil ja alles so liebevoll und friedlich sein soll. Und wo ist jetzt diese Freude? Irgendwo muss sie doch sein. Dazwischen? An einem ganz anderen Ort? Wir würden sie ja nicht so ausgiebig herbeisingen und herbeischmücken, wäre nichts an ihr dran. Und vielleicht färbt das Glitzern und Funkeln in den Straßen und Häusern ja auch auf unser Inneres ab und hilft uns dabei, diese Freude zu finden. Die ist nämlich oft ziemlich klein, versteckt sich in Momentaufnahmen. Die Umarmung von der Freundin, die genau versteht, was los ist. Das Leuchten in den Kinderaugen. Der Händedruck, der sagt, du wirst es überstehen. Und es werden wieder andere Tage kommen. Vielleicht landet dann etwas von diesem äußeren Glitzern und Funkeln in unseren Herzen und wird dort kostbar verwahrt, so wie Maria alle Worte in ihrem Herzen bewahrt hat. Die Worte davon, dass allem Volk große Freude widerfahren wird in ihrem Kind. Die Worte davon, dass der Heiland geboren wurde, ihr Kind. Zu groß ist diese Botschaft, um sie in einer Nacht zu begreifen. Und zu wichtig sind diese Worte, um sie nach einer Nacht schon wieder zu vergessen. Also werden sie behalten, kostbar im Herzen verwahrt. Die Worte von Hoffnung auf Frieden auf Erden, verbunden mit diesem neugeborenen Kind. Diese Worte bringen noch heute die Straßen und Häuser zum Glitzern und Funkeln. Sie sind auch heute noch zu groß, um sie voll und ganz zu erfassen. Und doch funkeln und glitzern sie auch in unseren Herzen. Denn dort bewahren wir sie auf. Die Worte, die Hoffnung und die Freude. Frohe Weihnachten.